Vierte Kapitel. Die Polizei. Wir erreichten die ersten Straßenlaternen etwa eine Stunde vor Mitternacht. Es war für mich schon etwas abenteuerlich, ohne meine Großmutter so spät noch durch die Straßen des Dorfes zu gehen. Aber an Emis Seite fühlte ich mich vollkommen sicher. Wir schritten ruhig vor uns hin und von Zeit zu Zeit blieb mein Freund stehen, um irgendetwas zu bewundern. Den Mond, der durch die Eukalyptusbäume lugte, dann ein besonders hübsches Häuschen, eine Wegbiegung oder ein malerisches Eckchen. Er machte mich auf das Rauschen der fernen Brandung aufmerksam, auf das Quaken der Frösche und das Zirpen der Nachtgrillen. Tief sog er das Aroma der Nadelbäume und der Baumrinden und den Duft der Erde in sich ein. Er geriet ins Schwärmen. Wie schön das alles ist. Schau, die Laterne, wie ihr Licht auf diese Kletterpflanze fällt. Das müsste man malen. Und schau hier, wie die Antennen sich von dem Sternenhimmel abheben. Genieße es, Petro. Ganz unbeschwert. Das ist der Sinn des Lebens. Sei aufmerksam. Versuche ganz in dich aufzunehmen, was das Leben dir bietet. Du kannst es nur mit dem Gefühl, nicht mit dem Verstand. Den tiefen Sinn des Lebens findest du jenseits des Denkens. Weißt du, Petro, das Leben ist ein Märchen, das Wirklichkeit wurde. Ein wunderbares Geschenk, das Gott dir gibt. Gott liebt dich, Petro. Amys Worte öffneten mir das Tor zu einer völlig neuen Welt, die kaum noch Ähnlichkeit hatte mit meiner alten, alltäglichen Welt, auf die ich so wenig geachtet hatte. Ich begriff plötzlich, dass ich in einem Paradies lebte, ohne es zu wissen. Und unterdessen hatten wir den Dorfplatz erreicht. Einige junge Burschen und Mädchen standen im Eingang einer Diskothek herum, andere unterhielten sich auf der Straße. Es war ziemlich ruhig, denn die Saison ging ja schon zu Ende. Trotz Amys Aufmachung achtete niemand auf uns. Vielleicht dachten sie auch, er hätte sich zum Karneval verkleidet. Ich stellte mir vor, was passieren würde, wenn sie wüssten, was für ein sonderbares Wesen da über den Platz spazierte. Man würde sich sofort um uns drängen, Journalisten rückten an und das Fernsehen. »Nein, danke«, sagte Amy, als er meine Gedanken auffing. »Ich möchte nicht gekreuzigt werden.« Ich starrte ihn mit offenem Mund an. »Erstens würden Sie es sowieso nicht glauben. Und wenn Sie es schließlich doch glaubten, würden Sie mich erst mal verhaften, weil ich ja illegal gelandet bin. Dann würden Sie vermuten, dass ich ein Spion sei und mich vielleicht sogar foltern, um an Informationen heranzukommen.« Und zum guten Schluss kämen dann wahrscheinlich noch die Ärzte, um in meinen Körper hineinzuschauen. Obwohl Amy eine so schwarze Zukunft malte, lachte er. Wir suchten uns jetzt ein ruhiges Plätzchen und setzten uns dort auf eine Bank. Ich dachte mir, die Außerirdischen sollten sich ruhig nach und nach etwas mehr zeigen, damit sich die Leute an sie gewöhnten. Eines Tages könnten die Sternbewohner dann ja ganz öffentlich auftreten. »Ja, so ungefähr machen wir es ja nun«, bestätigte Amy. »Aber uns öffentlich zeigen? Hast du die drei Gründe vergessen, warum das nicht möglich ist? Jetzt sage ich dir noch einen, den Hauptgrund. Es wäre gegen die Gesetze.« »Welche Gesetze?« »Die Gesetze des Universums.« »Pass auf. In deiner Welt gibt es Gesetze, stimmt's? In den zivilisierten Welten gibt es auch Gesetze. Sagen wir, allgemeine Grundsätze, die von allen respektiert werden müssen. Einer von ihnen heißt, greife nie in die Entwicklungsprozesse der unzivilisierten Welten ein. Unzivilisiert? Wir nennen jene Welten unzivilisiert, die die drei Grundbedingungen noch nicht erfüllen. Welche Grundbedingungen? Die drei Grundbedingungen aller zivilisierten Welten lauten: erstens,
Das Grundgesetz des Universums muss bekannt sein. Aus der Kenntnis und Anwendung dieses Gesetzes ergeben sich die beiden anderen Bedingungen von selbst. Zweitens muss eine zivilisierte Welt eine Einheit sein, die unter einer einzigen Weltregierung steht. Und drittens muss diese zivilisierte Welt ihre Verfassung auf dem Grundgesetz des Universums aufbauen. Also ehrlich, davon habe ich nicht allzu viel verstanden. Was ist das für ein Grundgesetz? Wie heißt es? Siehst du, du kennst es nicht, lachte er spöttisch. Du bist nicht zivilisiert. Aber ich bin doch noch ein Kind, protestierte ich. Die Erwachsenen kennen das Gesetz bestimmt, unsere Wissenschaftler und Präsidenten. Jetzt musste Amy noch viel mehr lachen. Die Erwachsenen, die Wissenschaftler, die Präsidenten, die nun schon am wenigsten, mit ganz wenigen Ausnahmen. Wie heißt denn dieses Gesetz? Ich werde es dir später mal sagen. Wirklich? Ich fand es toll, dass ich bald etwas erfahren würde, was offensichtlich kaum einer von uns Menschen wusste. Wenn du ganz brav bist. Mein Freund machte sich schon wieder über mich lustig. Wir schwiegen eine Weile und ich dachte über das Verbot nach, in die Geschehnisse unzivilisierter Welten einzugreifen. Plötzlich ging mir ein Licht auf. Dann tust du also etwas, was gegen das Gesetz ist. Bravo, du hast es erfasst. Na klar, erst sagst du, dass es verboten sei, einzugreifen, und dann redest du trotzdem mit mir. Emil lächelte. Ja und nein. Das, was ich tue, greift nicht in die Entwicklung der Erde ein. Ich zeige mich nicht offen und nehme keine Verbindung mit der großen Masse der Menschheit auf. Denn das wäre gegen das Gesetz. Das, was ich tue, ist nur ein Teil unseres Nothilfeprogramms. Wie bitte? Das musst du mir näher erklären. Weißt du, das ist etwas kompliziert. Alles kann man nicht erklären. Du würdest es doch nicht verstehen. Später mal vielleicht. Fürs Erste sage ich dir nur so viel. Das Nothilfeprogramm ist so was wie eine Medizin, die wir ganz, ganz vorsichtig und fein dosiert verabreichen. Was für eine Medizin? Information. Information? Was für eine Information? Hör zu. Nach der Explosion der ersten Atombombe begannen unsere Raumschiffe, sich hier und da zu zeigen. Ihr solltet merken, dass ihr nicht die Einzigen im weiten Universum seid. Das ist die Information. Mit der Zeit dann konntet ihr immer mehr Raumschiffe sichten. Das ist noch mehr Information. Irgendwann einmal werden wir uns von euch sogar fotografieren lassen. Gleichzeitig dazu stellen wir mit einigen Menschen direkte Kontakte her, wie zum Beispiel mit dir. Auch senden wir Nachrichten auf den Mentalfrequenzen und diese Frequenzen verhalten sich in der Luft wie Radiowellen. Sie wenden sich an alle Menschen. Einige haben ihren Sender auf Aufnahme gestellt und empfangen diese Schwingungen, andere nicht. Von denen, die unsere Nachrichten aufnehmen, glauben die einen, es handelt sich um ihre ureigenen Ideen, andere denken, dass es göttliche Eingebungen seien. Und viele andere kommen dahinter, dass wir es sind, die sie ausgesandt haben. Es gibt dann welche, die geben diese Nachrichten ziemlich verdreht weiter, bunt vermischt mit ihren eigenen Ideen und Überzeugungen. Andere drücken sie sehr präzise aus. Und wann werdet ihr vor allen Menschen erscheinen? Wenn ihr euch bis dahin nicht selbst zerstört habt und wenn ihr die drei Grundbedingungen erfüllt, vorher auf keinen Fall. Ich finde das trotzdem ganz schön egoistisch von euch, dass ihr nicht eingreift und diese Zerstörung vermeidet, sagte ich etwas erbost. Amy lächelte und sah zu den Sternen hinauf. Unser Respekt vor eurer Freiheit geht so weit, dass wir euch dem Schicksal überlassen müssen, das ihr verdient.
Entwicklung ist etwas sehr Heikles. Man kann da nicht einfach eingreifen. Man kann nur empfehlen, ganz sanft, über besondere Menschen wie du. Wie ich? Was ist denn an mir Besonderes? Das sage ich dir vielleicht auch später mal. Im Augenblick genügt es, dass du gewisse Bedingungen erfüllst. Hey, das müssen nicht unbedingt Tugenden sein. Pedro, ich werde dich bald verlassen. Möchtest du mich wiedersehen? Mein Herz begann zu klopfen. Aber natürlich, ich hab dich doch lieb gewonnen. Ich dich auch. Aber wenn du wirklich willst, dass ich wiederkomme, musst du ein Buch schreiben, in dem du alles erzählst, was wir miteinander erlebt haben. Deshalb bin ich nämlich gekommen. Das ist ein Teil unseres Nothilfeprogramms. Willst du? Ich soll ein Buch schreiben? Aber das kann ich doch gar nicht. Schreibe es einfach als eine Geschichte für Kinder, als wäre das alles Fantasie. Wende dich an die Kinder, sie werden nicht glauben, dass du lügst oder verrückt bist. Übrigens, kannst du doch deinen Vetter, der so gerne schreibt, um Hilfe bitten. Du erzählst ihm alles und er schreibt es auf. Anscheinend wusste Amy mehr von mir als ich selbst. Auch dieses Buch wird eine Information sein. Mehr dürfen wir nicht tun. Sag, Petro, fürchtest du immer noch, dass böse Wesen einer fortgeschrittenen Zivilisation eines Tages kommen und die Erde überfallen? Ich musste lachen. Na siehst du, aber ihr, Amy blickte mich eindringlich an, wenn ihr eure Bosheit nicht überwinden könnt, nehm an, wir würden euch helfen zu überleben, dann würdet ihr ja nichts anderes mehr im Kopf haben, als andere Zivilisationen zu erobern, zu beherrschen und auszubeuten. Das zivilisierte Universum ist aber ein Ort der Liebe, der Brüderlichkeit. Dann ist da noch etwas. Es gibt im Weltraum noch viele andere ungeheuer starke Energien. Die Atomenergie würde sich dagegen ausnehmen wie eine Streichholzflamme neben der Sonne. Wir können es einfach nicht erlauben, dass eine gewalttätige Menschenrasse den Frieden der zivilisierten Welten in Gefahr bringt. Und noch viel weniger, dass sie eine kosmische Katastrophe heraufbeschwört. Ich bin beunruhigt, Amy, druckste ich. Wegen der Gefahr einer kosmischen Katastrophe? Nein, weil ich fürchte, dass es schon sehr spät ist. Zu spät, um die Menschheit zu retten, Petro? Nein, zu spät, um schlafen zu gehen. Amy bog sich vor Lachen. Beruhige dich, Petro. Wir werden nach deiner Großmutter schauen. Er benutzte wieder den kleinen Fernseher aus seinem Gürtel und meine Großmutter schlief mit offenem Mund. Sie genießt ihren Schlaf, wirklich, witzelte Amy. Ich bin müde und schläfrig, gähnte ich. Ich möchte auch schlafen gehen. Na gut, gehen wir. Wir waren auf dem Weg zu unserem Haus, als uns ein Polizeiauto entgegenkam. Für die Polizisten war der Fall klar. Zwei Kinder, spät nachts, allein auf der Straße. Sie hielten den Wagen an, stiegen aus und schritten auf uns zu. Mir schlotterten die Knie. Was treibt ihr denn hier um diese Zeit? Wir gehen spazieren und genießen das Leben, sagte Amy betont ruhig. Und ihr? Was treibt ihr? Arbeiten, Jagd auf Schurken machen. Und er lachte wie immer. Ich hielt den Atem an, als ich hörte, wie Amy mit den Polizisten umsprang. Aber die fanden das Verhalten meines Freundes seltsamerweise ungeheuer lustig. Sie lachten mit ihm um die Wette. Ich versuchte mitzulachen, aber ich war viel zu nervös dazu. Wo hast du denn diesen Anzug her? Von meinem Planeten, antwortete Amy keck. Ah, du bist wohl ein Marsmensch. Nicht gerade das, aber ein Außerirdischer bin ich allemal. Amy gab sich heiter und fast ausgelassen.
Ich dagegen wurde immer zappeliger. Und wo hast du dein UFO gelassen? Fragte einer der Beamten und sah Amy väterlich an. Er glaubte offensichtlich, dass sich mein Freund ein kindliches Spiel mit ihm erlaubte. Er konnte ja nicht ahnen, dass Amy ganz einfach die Wahrheit sagte. Das habe ich am Strand geparkt, unten am Meer, nicht wahr, Petro? Ich wusste nicht, wie ich mich verhalten sollte. Ich lächelte nur und machte ein ziemlich dummes Gesicht. Ich hatte nicht den Mut, einfach Ja zu sagen. Und hast du keine Pistole, die Strahlen schießt? Die Polizisten genossen den Spaß. Amy auch. Nur ich war völlig verwirrt und aufgeschreckt. Die brauche ich nicht. Wir greifen niemanden an, wir sind gut. Und was tust du, wenn dir plötzlich ein Schurke mit einer Pistole wie diese gegenübersteht? Der Polizist tat so, als ob er ihn mit einer Waffe bedrohte. Wenn er mich angreift, dann setze ich ihn mit meiner Gedankenkraft außer Gefecht. Na, das will ich sehen. Los, setz mich außer Gefecht. Sehr gerne. Aber das wird 10 Minuten anhalten. Die drei lachten fröhlich. Auf einmal wurde Amy still, fasste die Männer ins Auge und sagte in einem sehr eigenartigen, befehlenden Ton: Bleibt unbeweglich für 10 Minuten. Ihr könnt euch nicht bewegen. Jetzt. Die beiden standen plötzlich da wie gelähmt, in der Haltung, die sie gerade eingenommen hatten. Sie lächelten sogar. Siehst du, Pedro, so kann man die Wahrheit sagen, als ob es ein Spiel wäre oder Fantasie, erklärte er mir, während er die Nasen seiner Opfer anfasste und ihre Schnurrbärte bewegte. Das Lächeln der Polizisten wirkte unter diesen Umständen schon fast tragisch. Ich aber geriet regelrecht in Panik. »Mensch, nichts wie weg hier, wenn die aufwachen«, wollte ich rufen. Aber es kam nur ein heiseres Flüstern aus meiner Kehle. »Mach dir doch keine Sorgen, Petro, 10 Minuten sind eine Ewigkeit.« Amy hatte noch immer nicht genug. Er zog den Dienstmütz, gab den Dienstmützen einen Stoß, dass sie auf die Seite rutschten. Ich wäre am liebsten im Boden versunken. »Los, Amy, lass uns abhauen.« Amy zuckte die Achseln. »Bist du schon wieder besorgt, anstatt den Augenblick zu genießen?« »Na gut, gehen wir eben«, meinte er resigniert. Er näherte sich noch einmal den lächelnden Polizisten und befahl ihnen mit derselben Stimme wie vorher: »Wenn ihr aufwacht, werdet ihr für immer diese beiden Kinder vergessen haben.« Wir entfernten uns rasch, bogen an der nächsten Straßenecke zum Strand ein und gewannen immer mehr Abstand. Mir fiel ein Stein vom Herzen. »Wie hast du das gemacht, Amy?« »Hypnose.« »Das kann jeder.« »Ich hab mal gehört, dass sich nicht jeder hypnotisieren lässt. Die beiden hätten ja auch von dieser Sorte sein können.« »Es ist nicht nur so, dass man alle Menschen hypnotisieren kann, sondern so, alle Menschen sind hypnotisiert.« »Was willst du damit sagen? Ich zum Beispiel bin nicht hypnotisiert, ich bin hellwach.« Amy lachte über meine Beteuerung. »Erinnerst du dich, wie es war, als wir den Weg hier raufkamen?« »Ja, ich erinnere mich.« »Alles erschien dir anders, alles war schön.« »Oh ja, ich war wie hypnotisiert. Hast du das etwa gemacht?« »Nein, du, da warst du hellwach. Jetzt schläfst du wieder, und zwar ganz fest. Du glaubst, dass Leben wertlos ist, dass alles gefährlich ist, weil du wieder hypnotisiert bist. Du hörst das Meer nicht mehr, du riechst die Düfte der Nacht nicht mehr, du bist dir nicht mehr bewusst, dass du gehen oder sehen kannst, du spürst deine Atmung nicht, du bist hypnotisiert, und zwar negativ. So wie die Leute, die glauben, dass der Krieg irgendeinen glorreichen Sinn hat, oder wie solche, die alle für ihre Feinde halten, die bei ihrer Hypnose nicht mitmachen. Oder wie andere, die der Meinung sind, dass die Art der Kleidung ihrer Person irgendeinen besonderen Wert verleihe. Das alles ist Hypnose. Sie sind alle hypnotisiert, sie schlafen alle.
Aber jedes Mal, wenn jemand spürt, dass das Leben oder auch nur ein einziger Augenblick im Leben herrlich ist, dann fängt er an aufzuwachen. Ein Mensch, der erwacht ist, weiß, dass das Leben ein herrliches Paradies ist und genießt es jeden Augenblick. Aber so viel kann man von einer unzivilisierten Welt wohl nicht verlangen. Wenn ich dran denke, dass es sogar Leute gibt, die sich umbringen, stell dir vor, wie kriminell, sie bringen sich um. Wenn du das so sagst, meinte ich nachdenklich, dann gebe ich dir recht. Aber sag mal, wie kam das eigentlich, dass die beiden Polizisten sich über deine Späße nicht ärgerten? Weil ich an ihre gute Seite appelliert habe, an ihre kindliche Seite. Aber es sind Polizisten. Amy sah mich an, als hätte ich etwas Dummes gesagt. Schau, Pedro, alle Menschen haben eine gute Seite, eine kindliche. Beinahe niemand ist vollkommen schlecht. Wenn du willst, gehen wir mal in ein Gefängnis und suchen uns dort den ärgsten Verbrecher. Nein, nein, vielen Dank. Alle Menschen sind mehr gut als schlecht, sogar hier auf deinem Planeten. Alle glauben sie, dass sie das Richtige tun, manche irren sich aber. Das ist nicht Bosheit, sondern Irrtum. Nur wenn sie schlafen, werden sie dumpf und gefährlich. Aber wenn du an ihre gute Seite rührst, geben sie dir das Gute in ihnen zurück. Appellierst du an ihre schlechte Seite, antworten sie mit ihrem Schlechten. Aber die meisten von ihnen spielen gern. Warum ist es so, dass es auf dieser Welt mehr Unglück als Glück gibt? Das liegt an den alten Systemen, nicht an den Menschen. Die meisten Menschen haben sich längst weiterentwickelt. Doch eure Organisationssysteme sind zurückgeblieben. Falsche Systeme schaden den Menschen. Dadurch werden sie unglücklich und begehen Irrtümer. Ein gutes System der Weltorganisation könnte die Bösen ganz leicht in Gute verwandeln. Es klang wunderbar, was Amy sagte, aber ehrlich gesagt, ich verstand nicht allzu viel von seinen Worten.